Hallo, liebe Mediziner, liebe Ärzte, liebe Zahnärzte, willkommen zu meiner heutigen Sendung. Wie immer fasse ich mal zusammen, was sich in der letzten Woche so getan hat. Zunächst darf ich mich dafür bedanken, dass ich innerhalb von 24 Stunden meist über 1000 Aufrufe habe. Klasse. Wir haben manche Beiträge, die haben inzwischen die 3000er Aufrufzahl erreicht. Und ich bekomme viele Rückmeldungen, dass Leute sich dafür bedanken, dass es diese Sendung gibt. Ich mache die so lange ich das kann, verlassen Sie sich. Es wird immer wieder neue Informationen geben und ab und zu werden wir auch mal ein paar Sachen wiederholen. Kommen wir gleich zu unserem ersten Thema. Und zwar geht es darum, wann ist eigentlich eine Fachsprachprüfung notwendig? Manche Behörden gehen hin und verlangen, dass die Sachen nicht bearbeitet werden, solange sie keinen Sprachnachweis gebracht haben. Das ist entgegen der Bundesärzteordnung. Da heißt es ganz klar, die sprachlichen Anforderungen, die nicht Teil der Gleichwertigkeitsprüfung sind, sondern erst für die Approbation oder Berufserlaubnis relevant sind, werden häufig bereits zur Antragstellung verlangt und die Anträge werden entsprechend so lange nicht bearbeitet. Also, natürlich, für eine Berufserlaubnis brauchen Sie eine entsprechende Fachsprache, die Sie nachweisen müssen, aber für die Antragstellung der Dokumente, für die Vorlage der Dokumente und die Bewertung der Dokumente ist das noch nicht notwendig. Das ist ganz eindeutig geregelt und dennoch wird es in vielen Behörden anders gehandhabt. Das heißt, wenn Sie die Unterlagen einreichen, dann erwartet man von Ihnen auch, dass Sie die Sprachnachweise treffen oder vorlegen. Wie gesagt, das ist nicht entsprechend der Regelung. Dann gab es noch einen Hinweis. Und zwar die Wartezeit auf Kenntnisprüfung. Also es ist so, Länder wie Sachsen und Schleswig-Holstein kämpfen mit langen Wartezeiten von bis zu 24 Monaten. Liebe Leute, das dürfte eigentlich gar nicht sein. Denn die gesetzlich festgelegte Frist liegt bei 6 Monaten, innerhalb derer das Ablegen einer Kenntnisprüfung möglich sein muss. Da haben wir auch drüber diskutiert. Und ich habe dieses Thema auch nochmal mit Rechtsanwalt Läufgen, Telefonnummer finden Sie hier, besprochen. Man kann natürlich eine sogenannte Untätigkeitsklage machen, wenn die Behörde in dieser Frist nicht Stellung nimmt. Wenn also man die Möglichkeit nicht bekommt, innerhalb dieser Frist eine Kenntnisprüfung abzulegen. Das Problem ist aber ein anderes. Wenn Sie dagegen klagen, dann dauert die Klage vor einem Verwaltungsgericht etwa 1 bis 2 Jahre und dann hat sich das Thema meist überholt. Vor allen Dingen kann die Behörde dann darlegen, es fehlen verschiedene Sachen. Liebe Kollegin, ich sehe gerade, Sie haben ein Defizit im PJ Innere Medizin. Dann sollten wir einmal telefonieren, weil mit dem PJ, das ist noch eine andere Sache, da komme ich gleich nochmal drauf. Also nochmal, wenn diese Fristen zu lang sind, dann haben Sie die Möglichkeit, sollten Sie mal leicht mit dem Rechtsanwalt anfragen lassen, was geht und was geht nicht. Ja, kommen wir doch nochmal zu dem PJ. Das Problem ist da, dass wir nach der Bundesärzteordnung durchaus die Gelegenheit haben, in Ausnahmefällen, im Rahmen einer Berufserlaubnis fehlende Praxisphasen eines ausländischen Studiums in Deutschland zu absolvieren. Das Entscheidende ist, dass die zuständige Behörde im Studienland vorab bestätigen muss, dass die vorgesehene Tätigkeit ausreicht, um den Ausbildungsabschluss
nach ausländischem Ausbildungsrecht zu erhalten oder zur erforderlichen Abschlussprüfung zugelassen zu werden. Erst nach Erhalt der Berufszulassung im Studien- und Herkunftsland kann dann das Anerkennungsverfahren in Deutschland beginnen. Ja, das ist ja wieder dieses Problem mit der Berufszulassung. Wir hatten das ja schon mehrfach thematisiert. Es gibt immer noch keine eindeutige Rechtsprechung, die auf diese Bundesärzteordnung abzielt. Es gibt schon einige Ansätze. Ich hatte Ihnen damals berichtet von einem Urteil aus Berlin, wo man ganz klar sagte, prima, es war ein Syrer. Der wollte aber in Syrien gar nicht als Arzt arbeiten. Der hatte in der Ukraine studiert. Der wollte auch in der Ukraine nicht als Arzt arbeiten. Und dann ging es um die abgeschlossene Berufsausbildung. Wir haben das mehrfach besprochen, wir haben das mehrfach thematisiert. Nicht so ganz easy. So, heute haben wir den heißesten Tag in diesem Jahr bei Temperaturen über 35 Grad. Sie merken das schon. Viele Grüße an die Kollegin aus Griechenland, die gesagt hat, toll, wir sitzen hier am Meer und du musst da schwitzen in Deutschland. Ja, es ist nicht immer so, es soll auch in den nächsten Tagen wieder kühler werden. Ja, das waren eigentlich die wichtigsten Themen, die wir diesmal hatten. Sie können jederzeit die Hotline anrufen oder Sie können mir natürlich auch eine SMS schicken. Meine Auskünfte am Telefon sind generell kostenlos. Schwierig wird es immer dann, wenn man in die Details der Unterlagen einsteigen muss. Das kann oft mehrere Stunden dauern und dann entstehen leider auch gewisse Gebühren. So, liebe Mediziner, das war's für heute. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.